I was actually quite looking forward to moderate this talk because OPSEC aside, I have to admit I know Claudio quite well. And why is that? Because we share a co-working space. And the third tenant is a drum set. And this is important to know for the little story I tell now. I always notice when he does his work breaks because first he reads Twitter for 10 minutes, then he gets triggered. And the next thing I know is a 45-minute drum solo in Norwegian death metal. And I don't know how many of you are familiar with Gorgoroth. Yeah. But that's not always pleasant. And I noticed something changed during the last few weeks, and I wondered what happened. And part of the explanation for this is this talk. And so if you discourage Claudio with this new project, then the drum solos during work hours start again, and I would beg you, please don't do that. But welcome him with a big round of applause. Claudio Guarnieri, security researcher with Amnesty Claudio International and fellow at the Citizen Lab. Well, hello everybody. Nun, hallo zusammen. Ich muss zuerst mal sagen, ich bin etwas krank und vielleicht ist meine Stimme nicht so gut, also bitte verzeiht mir das. Dann noch den üblichen Disclaimer, das alles ist meine Meinung und widerspiegelt nicht zwingend die Meinungen meiner Arbeitgeber und sonstiger Organisationen, mit denen ich zu tun habe. Und ich werde jetzt zum ersten Mal einen nicht-technischen Talk geben und das macht mir ein wenig Angst. Aber ich denke, ich hoffe, dass es Sinn macht, was ich hier sage. Ich werde hier reflektieren über die letzten paar Jahre meiner Erfahrungen als Security-Forscher. Und in den letzten paar Jahren habe ich spezifisch mit Menschenrechtsorganisationen und journalistischen Organisationen und der Zivilgesellschaft im Generellen gearbeitet und diese in Security-Fragen unterstützt. Und ich habe viel gelernt, auch kommend aus einem Corporate-Security-Hintergrund. Cultural and economic revolution, I think, that our community, the hacker community, Security anticipated ist, a long time ago. Sehr, sehr wichtig für eine globale, kulturelle Revolution, die wir als Hacker-Gesellschaft schon lange kommen sehen. Aber wir haben jetzt eine Weile diese das freie Internet, den wilden Westen genossen. Aber wir haben jetzt global realisiert, dass wir Technologie sehr dominierend sein wird in der Gesellschaft und dass die Technologie alles verändern würde. Und Computersicherheit im Speziellen würde absolut kritisch sein dafür. Und mit dem auch die Monetarisierung unserer Skills. Monetarisierung, die zu Geldmachung unserer Fähigkeiten und auch der ganzen Gesellschaft würde entscheidend werden und unsere Leben bestimmen. Aber wir müssen auch uns an die Prinzipien unserer Subkultur, unserer Gegenkultur halten, welche sehr anarchistisch und frei waren. Und das hat sich jetzt radikal verändert. Und das ist sichtbar in einem Misstrauen gegenüber dem Staat. He's enjoying, you know, the six-figure salaries, the luxurious suites in Las Vegas, the media attention, and you know, the business class traveling and all of that. Der sein sechsstelliges Salär sehr genießt und den Business Travel und was mich betrifft, sind die Hacker, die sich durch ihr berufliches Leben bewegen und das ganze politische Spektrum abdecken und es ist sehr, sehr schwer, gemeinsame Werte zu bestimmen in unserer Gemeinschaft. Und was darüber noch zu sagen gibt, das Internet hat sich uns auch mitverändert. Es war davor ein Exportraum und jetzt ist es eher
einen, it has become the primary vehicle Markt, of global communication. Für, it has become the place to share cats für and memes ist es jetzt porn eine Platz, news. Pornos, and also, und so teilt. Thankfully und, enough, an unprecedented platform for es ist auch intellectual eine, liberation, es ist organization, auch eine mobilization, Plattform für and, so and that's Organisation all und Liberation. However, to quote Kevin Kelly, there is no powerfully constructive technology that is also not powerfully destructive in another direction. Es ist auch just es as there is no great idea that cannot be greatly perverted for great harm. Kann auch and indeed, an invention or idea werden, is not really tremendous unless it can be tremendously abused. Es kann auch and this should be the first law of technological expectation. The greater erste, the promise man, of a new technology and the greater is the potential Technologie for harm kann, as well. Je besser die Technologie ist, desto größer and ist sure auch enough, der Missbrauch. We've observed that same technology in the internet and everything that we built over the decades. Kann man all diese Technologie als das Internet sehen und was wir über liberation and self-determination. We discovered it being turned into a tool for oppression as well. Haben wir das Internet auch wieder als there is never significant technological imbalance between states and their citizens. And as billions of dollars are poured into systems of surveillance, both passive and active, it might not just und by the United Leute, States, but really by any government that is wealthy enough to do so. Und die credible defense kennt, is really either lag behind or remaining und, accessible es gibt and generally only available to oder corporations and businesses und, with deep enough pockets. Es ist inzwischen nur eine Sache von Firmen mit tiefgehenden Taschen. Attempting to change things radically are often faced with rather unsustainable Leute, funding models. Leute, die versuchen jetzt radikal was zu ändern, which really will last long enough to grow these projects to maturity. Haben I think meistens this is das Problem, dass sie nicht genügend Geld need to bekommen face und really diese Projekte soon wachsen von dem her niemals bis zu einer Erwachsenheit heran. We've learned through wir the years that technology is regularly used to curb dissent, to censor information, to identify and monitor Nutzen people, especially those engaging in political struggles and societal struggles. Leute zu unterdrücken, in, and vor allem in sozialen Schwächen. Wir haben ein paar wirklich gute Beispiele, wie auch zum Beispiel in Äthiopien, in Bahrain, wo man Dissidenten damit jagt, in Iran zum Beispiel, oder auch in Syrien. Und all das, und das wird all mit elektronischer Überwachung und Zensur unterstützt. Es gibt jetzt und es gibt inzwischen den Fall, dass Leute für einen Tweet or misguided. And all of these cases that we observe and we learn of over the years remind me not only that oppressive technology can be used to silence people, haben wir gelernt, dass diese Technik dazu genutzt werden kann, Leute zu stillen, die Stimme zu nehmen. Und wir haben aber auch gelernt, dass diese Technik anders verwendet werden kann, wie zum Beispiel Marokko, dass zum Beispiel die Nutzen der Technologie verboten ist, zum Beispiel Verschlüsselung. Und es werden einfach Internetseiten geblockt und Internetseiten und der Internetzugang wird teilweise für Zeit abgeschaltet. All das sollten wir dagegen tun und ich denke, wir tun da nicht genug. So security can no longer be a privilege. Sicherheit kann jetzt kein Privileg mehr sein oder es kann auch kein Luxusgegenstand sein für die, die es sich leisten können. Sondern die Leute, die Gewalt erfahren bei der Suche nach Recht, müssen wir sicherstellen, dass diese Sicherheit online sicherstellen. Und es ist eine Voraussetzung dafür für Privatsphäre und es ist auch eine Voraussetzung für eine gesunde Demokratie. Und weil die Sicherheitsindustrie sehr finanziell von dem Rüstungssektor abhängt, finden wir uns mit dem Bedarf, dass sich die Hackergemeinschaft unbedingt mal dort einschaltet. Wir kommen meistens nicht gut mit Ethik und Politik. To recognize the implications and gut zusammen, bis wir die Implikationen verstanden haben und auch die sozialen Implikationen und die soziale Verantwortung, die wir tragen, verstanden haben. But having social consciousness und is often, ein soziales think, Gewissen zu haben, ist even cause of ridicule among techies. Ist and that's sehr selten you can experience exclusion when you become outspoken on matters that the larger security community deems stranger to the competences. Und wir sehen auch, dass die größere Security-Community
herablassend wird gegenüber anderen, welche nicht das gleiche Bewusstsein für diese Probleme haben. Und lasst euch davon nicht abschrecken. Wir müssen auch sehen, die Privilegien, die wir haben als gebildete Techniker und Coder. Und wir müssen sehen, dass uns das eine gewisse Verantwortung übergibt. Und diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Indem wir diese Techniken verbreiten und den Leuten helfen und nicht einfach als Wächter über diese Technologien agieren. Dedicated your time and abilities to the benefit of society is concretely a political choice. Und and you should embrace that with consciousness and deine Fähigkeiten und dein Wissen der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen ist eine politische Entscheidung und dessen müssen wir uns bewusst sein und dies auch wahrnehmen. Und es ist spannend, das Bewusstsein und die Narrative in der Krypto-Gemeinschaft zu sehen. Aber der Fakt ist, das Ganze ist ein wichtiges Menschenrecht und wir machen zu wenig damit, wenn man sich eben die Narrative in der Krypto-Gemeinschaft anschaut. Und parallel zum Krypto- und Privatsphärenaktivismus müssen wir das auch als Menschenrechtsaktivismus anschauen. Und wir müssen alle diese Formen des Engagements nutzen. Und wir werden verschiedenste Herausforderungen überwinden müssen. Aber wir müssen unsere Strategien und unsere Taktiken überdenken. Und da habe ich viel schon drüber nachgedacht und im traditionellen Aktivismus muss man Bewusstsein schaffen und diesen Aufschrei dann ausnutzen, um die Gesellschaft zu verändern. Und das müssten wir jetzt auch als Security-Forscher und Privatsphärenaktivisten einsetzen. Wir beobachten, wir dokumentieren und das ist ein wertvolles Werkzeug im Kampf um diese Themen. Die Zensur des Internets, das Blockieren von Netzwerktools, welche wir jede Woche sehen, das kostet das kostet sehr, sehr viel. Und dagegen anzukämpfen, diese Sachen zu umgehen und zu unterwandern, ist ein sehr, sehr effektives Tool, weil es viel Zeit und Geld kostet, dagegen wieder anzukämpfen. Und das müssen wir ausnutzen. Und dadurch, dass wir zusehen, dass es immer kompetente Leute hat, die diese Sachen dokumentieren und aufpassen, können diese Missbräuche nicht einfach geschehen, nicht unbeobachtet geschehen. Und die Regierungen dieser Welt werden besser verstehen, dass sie unter Beobachtung stehen. Und das liegt an uns, an Geeks wie uns, dass wir verhindern, dass diese Missbräuche der Nutzer stattfinden. Und es gibt ein großes Problem mit dieser wir brauchen eine gewisse Effektivität. Also wenn wir jemanden finden, setzt es voraus, dass wir diese Person unter Druck setzen können. Also oder die Organisation und den Staat. Aber in der digitalen Welt funktioniert das zum Beispiel nicht. Das Internet bietet diesen Leuten Anonymität, die verhindert, dass wir sie unter Druck setzen können. Und wir sehen im Moment effectively.
Aber wir können sie halt einfach nicht benennen, wer die Verbrechen begeht. Und das passiert jeden Tag. Und es gibt die paar Geschichten, die wir erzählen können. Also von Bürgern, die gelangweilt werden von dem ganzen System. Und während ganze Länder von Internet abgehängt werden und 100 Millionen Accounts jede Woche gehackt werden und die Spionageinfrastruktur der Five Eyes, gibt es eine riesige Infrastruktur, die viele nicht kennen und die man mit ein paar Dollar abhängen kann. Also wir müssen tief einatmen und so gucken und schauen, ob wir das große Bild nicht sehen. Also und hier ein paar Welpen, damit ich ein bisschen Wasser trinken kann und damit eure Bestimmung besser wird. Wonderful. Viel wunderbar. So firstly we need to stop thinking that the most interesting flamboyant research is the most important one. Was wir machen müssen, ist aufhören zu denken, dass die coolste Forschung die wichtigste ist. Also die bestaussehende Forschung, die wichtigste ist. And when companies like, you know, wenn NSO or Hacking Team Firmen wie Finfisher und das Hacking Team gefunden werden, wie sie Menschenrechte verletzen, macht es eine perfekte Mediengeschichte. Aber ich habe viel Forschung betrieben. Ich habe viel Forschung betrieben, die es nicht auf die Titelseiten geschafft hat. Die Wahrheit ist, wie wichtig diese Fälle sind und wie wichtig die Aufmerksamkeit auf diese Fälle ist. Es sind Ausnahmen. Sie sind nicht repräsentativ. Es ist nicht das, wie die Welt wirklich aussieht. Für jeden betroffenen Dissidenten, den die Geheimdienste zielen, wurden Hunderte mit billigen Trojanern infiziert. Wo die Sicherheitsforscher einfach gelangweilt werden. Was ich aber gelernt habe über die Jahre, dass man den Kampf für die Dissidenten ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Aber wenn es Dark Comet oder Black Shades Rat oder a 4 years old Microsoft Office exploit. Wenn einem das halt langweilig wird, dann sieht man den Wert dieser Forschung. Es ist nicht so technisch, aber es ist mehr menschlich. Es ist nicht der nächste große Hack der nächsten coolen Konsole. Und sehen wir halt eine Star-Kultur bei uns in der Sicherheitsindustrie, wo wir den Bias der Medien noch verstärken und wo man eine Person feiert und offen machen wir es auf die Kosten. Auf die Kosten der Leute, die wirklich dagegen kämpfen, die wirklich damit Probleme haben. So we need to grow some humility and start containing our egos, I think. Müssen wir dagegen resistenter werden und unsere Egos ein bisschen besser einsperren. Many. Die Herausforderungen sind viele. Wenn ich die letzten Jahre meine Erfahrungen angeboten habe Community. Es ist wirklich mastodontic struggle, really. Es macht wirklich Spaß, dort zu arbeiten. Ich hatte aber dort auch riesige Probleme. Weil es wirklich einzigartige Herausforderungen gibt für unsere Köpfe, stellt man dann aber auch fest, dass davon Leben abhängt. Und das ist nicht nur Profit oder irgendwelche Patente, die davon abhängen, sondern wirklich Menschenleben. Also, wie geht man mit so einem verteilten Netz von Menschen um, die alle in verschiedenen Orten arbeiten, in verschiedenen Techniken, in verschiedenen Möglichkeiten. Und weil unsere Sicherheitskommunität
Community im großen schützen wir riesige Firmen mit richtigen Modellen und passen da wirklich gut drauf auf. Aber die paar Leute, die in der Menschenrechtsabteilung arbeiten, können wir nur Empfehlungen ausgeben. To meet some local journalists and activists. Wenn man zu so einem Land reist, ein paar Leute treffen, als ich später nachts die Leute zum Nachtessen traf, winkt mir der eine mit seinem Telefon zu und der Screen zeigt dann, dass das Telefon den Verschlüsselungsprozess nicht hingekriegt hat. Sie haben sich an alles gehalten und ist gescheitert. Und dann hat er gesagt, ich werde nie wieder etwas verschlüsseln. Und zum Teil ist es halt einfach nicht zugänglich oder zu teuer. Und zum Teil funktioniert die Verschlüsselung einfach nicht. Und wir können nicht erwarten, dass sich die Welt selber flickt, obwohl wir coole Tools bereitstellen. Und das bringt mich auf die zweite Reflexion. Wir müssen uns mehr engagieren. Wir müssen einen entscheidenden Teil der Gesellschaft und dieser Bewegungen werden. Wir müssen unsere Sache finden und auch andere unterstützen dabei. Das kann Verschiedenes sein. Gruppen, die gegen Fracking kämpfen, Menschenrechtsorganisationen, die für Gerechtigkeit kämpfen, oder wir können auch bei der Gesetzgebung helfen. Aber wir müssen dort sein, wo unsere Expertise fehlt. Und statt dass wir darüber uns beschweren, dass ein technischer Teil fehlt, müssen wir den Kongress nutzen, um uns in die Gesellschaft einzubringen und mit offenen Armen die willkommen heißen, welche andere Stimmen zu unseren haben. Es ist diese eine Gelegenheit, um mehr über Ethik und Politik zu lernen, von denen wir eigentlich oft sehr wenig wissen und sehr wenig in unserer technischen Bildung lernen. Und vielleicht lernt ihr morgen etwas von einem Projekt oder einer Sache, die euch motivieren wird. Wir hören von Twitter, von der Filterbubbles und Malware-Exploits und überhaupt. Und das ist schon etwas. Aber wir können mehr tun. Wir können uns organisieren und wir können uns in der Zivilgesellschaft engagieren. Und das ist mir sehr wichtig, außerhalb auch der digitalen Sphäre. Und dass den Organisationen in dieser Zivilgesellschaft die technische und die monetäre Möglichkeiten fehlen, mit der digitalen Sphäre richtig gut zu interagieren. Und diese Möglichkeiten, die dann aber den großen Corporations offenstehen. Und wir müssen das auf verschiedene Arten angehen, um der Zivilgesellschaft die Möglichkeit zu geben, dass sie sich selber auch schützen kann und absichern kann. Und da sind Hacker sehr, sehr gefragt. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft das gerne machen würde, aber dass es ihnen einfach unmöglich erscheint und dass sie das einfach gar nicht können. Und wie können wir dagegen vorgehen? Wir müssen das Ganze umdrehen. Und das ist ein Versuch dazu. Security ohne Grenzen ist ein Projekt, wo ich mitarbeite. Das ist ein offenes Kollektiv von Hackern und Journalisten, Menschenrechtsverteidigern und vielen anderen. Being penetration tester, malware analysts, engineers, researchers, and I invite all of you to join. Wir brauchen alle. Seid ihr Elektriker, Techniker, Malware-Schreiber, meldet euch, engagiert euch.
Wir wollen eine Struktur kreieren, welche freiwillig helfen kann mit Malware Analysis und allem, was nötig ist. Newsletters schreiben, Tools schreiben, alles, was nötig ist, um die Zivilgesellschaft zu schützen. Und das wird sich ändern. Es ist ein junges Projekt. Aber die Idee ist, dieses Problem umzudrehen, und wenn wir genügend Leute kriegen, die auch nur eine Woche, eine Stunde pro Woche spenden können, dann denke ich, können wir genügend Kraft zusammenkriegen, um das Problem, um viele Probleme zu lösen. Wenn wir zusammenkommen in einem koordinierten Effort, dann können wir diese Änderungen in der Gesellschaft bewirken. Und damit danke ich euch. Ihr könnt auf die Webseite gehen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you very much for the talk about equal firepower. We have plenty of time for questions, so if there are questions. Vielen Dank für diesen Vortrag über gleichwertige Feuerkraft. Und wir werden jetzt Fragen beantworten. Okay. So if it's that, I'm sure that Claudia can be approached aside the stage, and I wish you a good time. So gut, wenn es das wäre, dann kann man Claudia auch neben der Bühne anfragen, und dann wäre es das so. Es gibt keine Fragen. Vielen Dank.